So, und damit herzlich willkommen zu Far Cry New Dawn. Ach, dieses Mikro. Ich habe das Spiel eigentlich seit Release jetzt. Ich habe aber noch nicht reingeschaut, weil ich immer noch krank bin. Und ich habe jetzt gedacht, komm, heute gebe ich mir das mal. Ich habe auch noch nichts davon gesehen. Von daher bin ich sehr gespannt. Ich habe den Film ja sehr geliebt. Und ich bin sehr gespannt, weil das spielt ja direkt danach. Und die Welt ist ja auch tatsächlich, also die Karte ist, glaube ich, gleich. Es ist halt leicht abgeändert, das Ganze. Weil das spielt ja nach der Apokalypse, also wer 5 noch nicht durchgespielt hat, da gibt es ja das Ende, wo die Atombomben dann tatsächlich hochgehen und der Vater recht gehabt hat. Von daher, schauen wir mal, wie das Ganze jetzt aussieht. Auf jeden Fall sehr blumig, wie man da in dem Trailer schon gesehen hat und auch im Intro. So, ich muss mal das richtige Spiel switchen. So, es soll, glaube ich, ein bisschen anders sein als ein normales Far Cry. Ich habe irgendwas von Level-System gehört. Select a Body Type. Spinntyp natürlich. Dieses Lila überall, ne? Please confirm. Hard ass. Shut up and give me your best shot. Far Cry 5 fand ich tatsächlich relativ easy. Oh, es geht los. My name is Carmina Wright. The day I was born was the day the world collapsed. Those that survived had to make new lives underground. Up above, there was nothing but ash, cold, and death. People thought it would last forever, but without us up there, life returned. I was 6 years old the first time I saw the sun. Mom and Dad were heartbroken by what they saw. The world they'd known gone forever, but not me. I'd never seen anything so perfect. We weren't the only ones who'd survived, and slowly but surely, our little community grew. It wasn't always easy, but for a time, there was peace and prosperity. A new home, a new life, a new normal. But like all things in this world, it was too good to last. The highwaymen came from the east, led by a pair of sisters. Twins. Said they'd heard about our little paradise. Said they wanted it for themselves. We never stood a chance. They took everything from us. Our food, our homes, our people. We needed a miracle, and that's when we heard the name Thomas Rush. He and his captain had been up and down the West Coast helping folks like us rebuild, and they were on a train headed right through Hope County. Mom sent me to find them, convince them to help us take our home back. They were our last hope, our salvation. But it all went horribly wrong. Der typische Anfang, oder? Doch dann ging alles schief. Okay, ich finde, die Welt sieht eigentlich sehr nett aus, so dafür, dass es so eine Apokalypse irgendwie war, so oder Atombomben. Wenn man so halt Far Cry und sowas, Fallout und sowas halt kennt, ne? Alles da Wüste und mutiert und so. Ich weiß gar nicht, ob es sowas hier gibt, so irgendwelche Mutanten. Gibt ja, glaube ich, nur irgendwie so andere Menschen, habe ich bis jetzt gesehen. Wie hießen die? Highwaymen? Geile Fraktion, ey. Captain, you're alive! Jesus! They're heading this way! Get up, Captain! Come on, get up! What's the fucking highwaymen? They're gonna kill us! Get up, Captain, get up! Jesus, Barnes, keep screaming like that, you're gonna bring them all down on us.
Rush, you're alive. Help me. No, we have no time. We gotta go. Barnes, we are not leaving the cabin behind. Richtig, Junge. Kann mein Charakter wieder nicht reden? Hatte ja ein bisschen Hoffnung, dass er reden kann. We need to stick together. Understood? Cap. Your time to shine. We need to get armed. We need to get our people. And we need you to find a way out of here. I know, yeah, easier said than done. One step at a time, Barnes. You lead, we'll follow. Ja klar, ich muss wieder vorgehen hier. Okay. Räumen von der Wreckage Story Mission. Okay. Habe ich nicht ein Messer? Okay, craften kann man auf jeden Fall wieder. DMT. Okay, ach so, Messer ist wahrscheinlich hier. Ja, klar. Nahkampfangriff. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es nicht ganz so flüssig läuft wie Far Cry 5. Also ich spiele auf der PS4 Pro. Hat das Gefühl, es spielt sich ein bisschen... nicht sagen hakeliger, aber... Rush Journal, außerdem ein Wasser. Ein neues Amerika. Stimmt, bin ich nicht irgendwie so ein. Okay, er hat gesagt Captain. But first. Okay, also die Highwaymen. Oh. Loot. Ich habe auch irgendwie mal gehört, dass man hier viel sammeln muss. Also irgendwie Benzin und. Oder Ethanol oder irgendwie sowas. Okay, da geht's schon ab. Oh, ich freue mich schon wieder so drauf, die ganzen Außenposten da einzunehmen, das jetzt auch wieder geben. Gehe ich mal ganz stark von aus zumindest. Lass mal das looten hier. Ich hätte gerne wenigstens eine normale Waffe, also eine Pistole oder so. Sowas hier. Geil. Ja, warte. Alleine? Will den Messern. Komm, egal. Zack, Junge. Frontaler Angriff. Weiß gar nicht, ob es wieder... Ich muss gleich mal ins Menü gucken. Wow. Ob es wieder so Perks gibt. Weil irgendwie den Charakterleveln wäre natürlich schon cool, wenn das hier wieder dabei wäre. Security Note, die wäre supposed to help people. Ja, okay. Ist hier sowas? Warte mal. Das nicht. Okay, hier sind nur die ganzen Quest-Dinger, die ich machen kann. Oh, ich glaube, Charakterfortschritt gibt es gar nicht richtig. Hier, okay, da ist wieder ablenken mit einem Steinchen. Okay. Ja gut, ist ja auch so ein Standalone-Dingen. So ein kleineres Spiel, ist ja kein vollwertiges Vollpreisspiel, sag ich mal. Wie viele Texte gibt's denn hier? Ja, okay, komm. Das ist noch eine Knarre. Nein. Ja, ich will die Waffe mitnehmen. Achso, die kann ich vielleicht nicht nehmen, weil ich schneller habe. Okay. Freund oder Feind? Guck mal, das ist, glaube ich, echt mal was ganz anderes. So mit den Schadenszahlen, was da auch gerade angezeigt war. Da bin ich mal gespannt, wie sich das auf das Gameplay auswirkt. Stimmt, die haben auch eine Levelzahl, glaube ich, da stehen, ne? Neben der... Ich kann es nicht erkennen. Wow. Das macht das Ganze natürlich schon ein bisschen schwieriger. Wenn du halt durch Level-Sachen begrenzt bist, was du anscheinend Schaden oder sowas machst. Also ist natürlich jetzt am Anfang wahrscheinlich noch ganz gut, aber... Ich kann mir vorstellen, dass es dann irgendwelche Bereiche gibt. Wo die Gegner extrem stark sind. Was ich immer ein bisschen doof finde. Also mal gucken, wie sie es hier gelöst haben. Weil ich finde halt immer diese Bullet-Sponges... Alter, wie lange lädt der nach? Nein. Wenn du halt in so eine, die irgendwie so ein kurzes Top anhat, irgendwie da so ein halbes Magazin reindrückst... das ist mir ein bisschen... sehr unrealistisch. Also, wenn man hier so von Realismus sprechen kann. Oh, ich hätte gern irgendwie eine automatische Waffe. Zeigt mir denn das mal an? Sieht die oben drauf oder was?
Oh ja, oh ja, oh ja. Wow. Hey, die sind irgendwie überall gerade. Ja klar, jetzt kommen wir mit dem Auto. Soll ich dann mal durchrennen vielleicht? Wieso habe ich überhaupt angefangen zu ballern? Ja, ey. Weißt du was, ich renne einfach. Oh, oh, oh. Oh shit. Ja klar, Granate oder was? Captain, we gotta get out of here. Komm, lade ich auf, Energie. Ich hab ja extra schwer wählen müssen. Guck mal, der hat eine Schutzweste oder was gehabt gerade. Also noch eine blaue Anzeige. Wie lange der nachlädt, die Pistole, ne? Ja, weißt du was? Ich glaube, ich renne einfach mal durch. Lass mich kurz abschießen, ne? Wenn ich es nicht schaffe, dann mache ich das Ganze nochmal hier. Und ich muss eigentlich nur zu dem Punkt. Ich muss eigentlich nur abhauen, ne? So, go, go. Ab durch die Mitte, Jungs. Easy. Watch out, Barnes! Oder sind die Schwestern? Well, Merry fucking Christmas, everybody! Santa delivered a whole damn train full of presents. What do we have here? Rabbit. Ooh. I gotta ask you rabbits a question. The fuck you think was gonna happen? Riding in on a giant hunk of iron, just clouds of black smoke. You think we wouldn't notice? What do you want, Barnes? We wanna know if your problem solvers are problem makers. What? Our pops always told us that people either solve problems or make problems. The world's got too many fucking problems. And we're looking for people to help solve problems. Our problems. If you're a problem solver, we got you covered. Food, clothes, guns. Anything you need. Even health insurance. But if you make problems, well, Pops taught us what to do with problem makers. Problem makers need to be solved. A shit ton of problems in his day. Yeah. Hell yeah. So, rabbits. Are you all problem solvers or problem makers? We solve problems. We've been solving problems all over this Barnes. Country. We can give you fresh water, build shelters. We can get you anything you need. Barnes, shut up. You can build all that? Well, I'm not me, but Rush here. Well, then you are gonna be our number one problem solver. Go fuck yourself. Huh. Okay. You done? So, let's try this again. You gonna help solve problems for us, Mr. Rush? Mm-hmm.
Okay. Save yourself! Okay. Wake up. I recognize you from the train. You're captain of security, right? I'm Carmina. Oh my god, I saw you hit the water and I was able to pull you out before you drowned, but near as I can tell, I think we're the only ones who got away. Come on. Okay. We have to be careful. The twins, they took off with Rush, but a lot of the highwaymen, they stuck around. Okay, we have to get back to Hope County. My mom, she'll know what to do. Come on. Hope County. Hey there. Okay. Die Schwestern finde ich schon ein bisschen, bisschen strange. Also nicht ganz so charismatisch wie so die anderen Charaktere. Ich fand tatsächlich den Vater ganz cool. Ich hoffe, dass der hier irgendwie noch mit bei ist, weil er hat ja überlebt, tatsächlich. Also sieht auf jeden Fall sehr nice aus, muss ich sagen. Und auch das mit diesen ganzen Blumen, das finde ich ist mal ein anderer, komplett anderer Ansatz so zu den ganzen postapokalyptischen Spielen mit der Wüste und Grau und Grau. Und das ist mal echt super strange. Ich bin mal gespannt, ob das erklärt wird, warum das so ist, aber finde ich cool. Warum nicht? So, auf nach Hope County. Habe ich eigentlich eine Karte hier? Ne, ich habe nicht mal eine Karte. Es gibt aber eine, ich habe auf jeden Fall eine gesehen. My mom and I were forced to start over on our own. Wir haben auch voll die komischen Geweihe, war das, oder habe ich mir das eben eingebildet? Die sind so rötlich. Ah. Wollen wir da nicht rein, oder was? Hä? Muss er da durchklettern können? Okay, gehen wir erstmal hier. Ich hatte auch eben sogar einen Marker kurz gesehen in der Cutscene. Guck mal, selbst die Tiere am Level. Die sehen echt witzig aus. Stimmt, jagen kann man bestimmt hier auch wieder. There's a tunnel up there that leads to Hope County. The highwaymen are blocking our way. We're gonna need some fire. Also optisch auf jeden Fall, oh. Optisch auf jeden Fall ziemlich nice. Das muss ich auf jeden Fall nochmal in 4K spielen. Ich spiele jetzt auf 1080p leider nur. Weil ich sonst nicht richtig streamen und aufnehmen kann. Oh. Okay. Das habe ich zum Beispiel mit Teil 5 überhaupt nicht gemacht. Ich habe nicht einmal was mit den Pflanzen gecraftet, weil ich das erst irgendwie ab der Hälfte des Spiels gecheckt habe, dass ich das schon kann. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, ich muss erst irgendwas dafür lernen oder irgendwie mit irgendwem quatschen oder so. Oh, nice. Waffen bauen. Also das Setting gefällt mir jetzt schon richtig gut. Die sehen normal aus, oder? Ich bin mal gespannt, wo ich gleich bin. Ob ich mich da auf der Karte so zurechtfinde. So, ja. So, zum Craften. Und Blümchen. Oh, da ist eine Mine. Warte mal. Wenn das überall leuchtet, das muss ich. Oh, ein Baseballschläger. Da muss ich da auf jeden Fall hin. Set. So, hä? Achso, warte mal. Achso, Survival Guide ist nur so. Ah, alles klar. Ein Kompendium sozusagen, wo alles erklärt wird. Macht auch Sinn. Okay. Rush said you were resourceful, so let's build something. Ich hoffe, dass ich hier nicht zu viel Zeug sammeln muss. Okay. Oh. Medkit. You can use benches like this to build makeshift weapons and refill ammo. Take a look at what weapons we can craft. Okay.
Hier gibt's ja, glaube ich, voll die abgefahrenen Dinge. Okay, Saw Launcher Stealth. Dafür brauche ich 40 von dem Schrott und 40 Duct Tape Dinger. Sonst kann ich nichts machen. Okay, cool. So. Das Zeug wird irgendwie rumliegen, schätze ich mal. So viel, wie ich hier schon gesehen habe. Okay. That should do it. Let's haul this stuff back to the workbench. I want to see what you can slap together. Bauen wir mal so ein Sägeblatt-Launcher hier. Okay, ich brauche also den Rang dafür. Wie kann ich denn den Rang dann erhöhen? Na gut. Achso, guck mal, das ist wie so eine Armbrust. Kann ich die wieder einsammeln? Warte mal. Nee. Schade. Das wäre ein bisschen wie der Bogen. Das wäre natürlich cool. Oh, ein Bogen. Stimmt, es gibt ja mit Sicherheit wieder einen Bogen hier. Spiel, also... Wenn Far Cry für einen steht, dann ist es für coole Bogen-Action. Aber ich habe letztens tatsächlich gar nicht so viel gespielt, weil ich eher diese schallgedämpfte Sniper die ganze Zeit hatte. Freund oder Feind? Feind. Ich möchte eigentlich messern, ich habe auch gar nicht so viel Muni. Ach, die haben kein Level, die haben einfach diesen Strich dort. Das heißt, sie sind nicht wirklich gefährlich. Diese Takedowns, ne? Also brutal ist das Spiel schon immer, muss ich sagen. Shotgun. Oh, nice. Shotgun-Ammo. So, müssen wir hin nach Hope County weiter, ne? Da war doch eben einer. Also irgendwie hat es rot geleuchtet. Ich weiß nicht, ob das ein Sniper war oder ob das einmal ein Licht war oder... Eine Kamera oder irgendwas wäre cool. Oh, 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 oh. Hat er mich gesehen? Ja, er hat mich gesehen. Cool. Kann ich da rüber sippen? Jo, tatsächlich, das war ein Sniper. Oh, das ist aber gar nicht gut. Warte mal. Ich hier hoch? Ja. Darüber. God damn it. Was haben die mich denn gesehen? Na. Hab ich beide mit einem Ding erwischt? So aus, oder? So, dann, wo ist denn hier der... Ich weiß nicht, wie weit ich mit dem Ding schießen kann. Oh. Oh. Die Pistole habe ich ja wahrscheinlich verloren. Durch den Sturz, oder was? Oh. Okay. Gut, dass wir zu zweit sind hier. Nein, 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 nein. Die brauchen alle so ewig zum Nachladen, die Waffen. Ein bisschen in Deckung gehen hier. Warte mal, der hat doch hier... Sehr gut. Das heißt, hier kann ich dann aber auch irgendwie eine Sniper oder sowas mal abgreifen dann. Lassen wir da verrecken. Oh, ist denn hinter mir? Wo waren denn die anderen hier überhaupt? Ich muss mal alle looten, sonst vergesse ich das nachher wieder. Ich hab doch hier noch mehr getötet. Hm. Warte, hä? Hat den wieder einer aufgerufen? Ich dachte, der lag da auf der Erde. So, links ist doch der Sniper hier irgendwie auf dem Türmchen. Oder? Gehauen. Oh. Normalerweise spiele ich gar nicht so, weil ich markiere eigentlich sonst immer alle Gegner, gucke dann, dass ich mich irgendwie ranschleichen kann. Mache eigentlich alles schön im Stealth-Modus.
hoffe, dass mir nachher auch ein bisschen die Gelegenheit dazu geboten hat. Gut, das war natürlich mein Fehler jetzt eben. Wo sind... Ach, da unten ist der. Ich will die ganze Zeit den Sniper erledigen. Ja, klar. Okay. Machen wir das Ganze nochmal, ey. Komm aber von allen Seiten hier. So, die Waffe will ich jetzt haben. Komm. Endlich. Endlich. Ja, klar. Wie viele Wellen kommen denn? Haben wir es dann mal? Gott sei Dank, ey. So, auf jeden Fall haben wir jetzt eine Shotgun. Das Ding habe ich jetzt liegen lassen, oder was? Schade. Nur einen Slot hab wahrscheinlich. So, wer hat denn hier noch eine Pistole am Stissel? Oh. Das ist die Sniper? Jo. Ach, guck mal. Hä, warte mal. Ach ne, doch nicht. Ich hab gedacht, ich hätte den Baseballschläger weggeworfen. Sniper oder Shotgun? Eigentlich spiele ich ja mehr auf Distanz. So, was gelootet hier? Das Ding habe ich auch, ne? Ja. Okay, komm. Ab in den Tunnel hier. Mein Gott. Stressiger Anfang. Hallo? Achso, ich habe volle Muni. Kann mich an den Tunnel gar nicht erinnern. Gab es einen Tunnel in Far Cry? Also in den Bergen gab es einen, das weiß ich. Ein paar Stunden später. Okay. Come on, we're almost there. There it is. Hope County. Home. I hope Mom is okay. Stimmt, Hope County war ja nicht die Stadt, das war ja das ganze Gebiet. Ich habe gerade an die Stadt gedacht. Okay, achso, dann war das jetzt einfach... Deswegen hatte ich wahrscheinlich auch keine Map, weil das nur so ein Intro-Geplänkel war. Dann bin ich jetzt durch die Berge nach Hope County geflüchtet. Oh, Carmina! Oh, thank God! I was so worried. Mom. Kids, go back inside. I'll be right there. What's wrong? There is a whole train full of people to help us. But... the highwaymen? The twins? They took Rush. Everyone else was killed. Oh my God. It was terrible. I'm so sorry. I'm so sorry. I never should have gone out there, Mom. Oh, honey. What are we gonna do now? I don't know. I don't know. I mean, no one's coming to help us. We're on our own. It's just us. Shh. Let's get you both inside. You can tell me the whole story. Thank you for bringing her home. Na klar, kein Ding. Oh, Part 1. Prosperity. All right, guys. You know how to handle a gun. You know your way around this valley better than anybody. So? So? Sitting around moping isn't doing any good. Look, Rush was supposed to help us build someplace safe. Now, it's up to us. There are brave people here scattered around. We just have to find them. Bring everyone together. Show them we can stand up to the highwaymen.
Mom, it's not gonna be easy. I know. But it's our only choice.